Hallihallo, hier ist der Gusoa wieder einmal und ihr seht, es ist cool, denn es läuft bei mir. Und zwar habe ich einfach mal hier 80k reingeblasen ins Update für den Golem und natürlich, weil kurz danach, was weiß ich, 4 Tage oder sowas später, vier Tage später hatte ich einfach mal wieder 65k D-Alex, weil es einfach mal läuft. Also dunkles, also wer... Dunkles möchte, sollte jetzt bitte zuschlagen. Nicht in den Fernseher, nicht in den Bildschirm, nein, einfach mal auf dem Spielfeld und wir hauen raus und wollen angreifen. Ja, das geht natürlich gar nicht gerade. Sowas bringt natürlich nichts, aber manchmal hat man auch wirklich so eine voll kranken Sachen, wo du echt sagst, warum stellst du denn das D-Alex so komisch hin, dass ich es mir einfach nur schnappen muss? Auch mit dem Gold jetzt gerade. Ich meine, okay, der hatte gar nichts zu holen. 900 könnte man fast überlegen, alleine schon, wenn man die hier locker kriegt. Ich glaube, ich hole mir alleine nur das Zeug erstmal. Mal gucken, was wir hier so... Mal schauen... Holen wir uns das hier auf jeden Fall mal. Wir lenken mal einmal mit einem Riese ab. Mal gucken, was wir da so hinkriegen. Und mal gucken, was wir hier so drin haben. Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, das ist gar nichts. Also von daher müssen wir da schon so ein bisschen hier das Schweinchen rauslocken. Und dann gucken wir, wo das Schweinchen die Locken hat. Na genau, ich wollte schon sagen hier. Mauerbrecher-Fail oder was? Geht ja gar nicht. So, ein Riese ist geflogen, aber egal. Und schon sind wir mehr oder weniger am Sack des Gegners. Und wir möchten ihn gerne leeren, den Sack. So, noch ein paar Riesen. Ja, ich waste hier ein bisschen sehr, aber ich will natürlich wirklich schön das Dunkle haben. Ganz ehrlich, deswegen sind wir hier, deswegen spielen wir und deswegen haben wir Freude dabei. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Magierturm hier noch ein bisschen gekillt wird. Ah, schade, die Riesen gehen so weit unten lang. Das ist eher suboptimal. Gucken wir mal, was wir in der CB haben. Aber wie gesagt, Fakt ist, das wäre ziemlich... Ja, geil, geil, geil. Jetzt kommen die... Ah, genau. Jetzt kommen die Riesen dahin. Jetzt ist der abgelenkt. Und dann könnte man auch schon... Ja, okay, ist schon leer. Das ist leer. Das freut mich sehr. Und hier, das ist eh viel zu dicht dran für den Minenwerfer hier. Von daher kann man das Äußere hier auch noch ein bisschen snacken. Gucken wir mal, was machen wir hier? Oh, da ist noch ein Bohrer. Ein Bohrer hat sich versteckt. Bohrer, Bohrer. So, zack, zack. Und dann ist das auch schon wieder schick. Läuft. Die zwei Mauerbrecher. Ich meine, man könnte natürlich jetzt sagen, okay. Ach komm, Mauerbrecher FTW. Gucken wir mal, was die noch anstellen. Wenn sie denn überhaupt was anstellen. Jetzt kommt garantiert hier voll die Minenwerferaktion. Zack. Ja, die hätte man sich jetzt sparen können. Aber egal, wen interessiert es denn? Denn wir hauen ja gleich einen Boost raus. Und natürlich hat sich auch wieder viel geändert. Weil ich bin natürlich im Clan, YouTube Clan War. Sieht so aus. Da, aber ich will noch gar nicht weiter genug darüber erzählen. Ich denke mal, das werdet ihr auch von den anderen allen hören. Und es ging ja darum, von wegen, man sollte sich mal ein bisschen mehr... Die Haare waschen? Nein, natürlich nicht die Haare waschen, die Haare frisieren. Ja, das habe ich gemacht, aber nein, es geht natürlich darum, dass ein paar YouTuber zusammen miteinander arbeiten möchten. Und da bin ich natürlich dabei, denn ich bin ein YouTuber. Ja, okay, also bin ich dabei. Yeah, so einfach ist das. Oh, geil, ich krieg Max Magier. Yeah, sehr gut. THX, Alter, nicht THC, sondern THX. Der Fleonio ist einfach mal Champ, ja. Ah, soll ich die jetzt? Nee, doch, ich booste jetzt auf jeden Fall die Heldin. Geht ja nicht. Ich habe ja nur die Queen jetzt gerade am Start. Ah, es hat mich echt mega erfreut, wirklich. Ich ziehe den Golem hoch einfach mal mit 80k, wirklich. Und dann, ja komm, hier King nochmal hoch. Das ist echt mega geil. So, jetzt gucken wir mal, wie sieht es jetzt aus hier mit den Troops? So, das ist gut. Ja, und also, ja, truppenmäßig kann ich mich so jetzt absolut gar nicht beschweren. Da komme ich mit den Riesen gut hin. 4 Mauerbrecher.
Ja, dann passt das. Und den Rest nehmen wir noch Kobis. Ein paar. Und dann ist es in Ordnung von der Aufstellung her. Weil sonst steht man echt da, Mist, man kommt jetzt doch relativ schlecht zum Beispiel jetzt ans Dunkle ran. Klar, also fürs Dunkle ist diese Konstellation schon ziemlich geil. Da ist es blöd, wenn man zum Beispiel jetzt nur Barge nimmt, zum Beispiel. Am Ende ist das Dunkle drinne und du kommst nicht ran. Ist dann eher schade. Deswegen macht sich das so schon besser. Ja. Gucken wir mal, was die von mir wollen. Bestimmt nichts Wichtiges. Momentan noch. Aber wie gesagt, da läuft. Bin gerade am Aufnehmen. So, zack. Also unter den COC-YouTubern hat man auch noch Fans. Das ist natürlich eine ziemlich coole Nummer. So, zwei. Ich denke mal, die 3 Mille sollte ich im Boost auf jeden Fall reißen. Ich guck mal, wir brauchen nur noch einen. Und dann war es das. Ja, ihr seht es halt selber auch von Leveln her. Ich wollte ja, also ich war jetzt erst mit dem einfachsten Account drin, mit meinem zweiten Account. Aber da sagten die dann doch, ach komm, hier, wir sind alle über 100, dann, na, dann komm mal lieber mit einem größeren Account, sieht ein bisschen doof aus. Na, okay, kriegen wir hin. So, 14k DLX. Und die Queen schläft sich auch noch aus, das passt, das passt, das ist ganz chillig. Und gucken wir mal, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so der Knaller, hier waren hier 1,4. Dann hatte ich den einen Tag 4500 Dunkles bei einem Raid. Und das war echt schon mega krass. Also, das war schon richtig geil. Hier auch wieder einfach geblitzt und fertig war. Gar nicht weiter irgendwas gemacht. Einfach nur geblitzt. Das war's. Nee, aber hier eben auch 270. Das, und wirklich die Truppen halt ein bisschen. Das ist nicht schwer. Wie wir alle über Level 108 sind. Ja, genau, besonders über Level 108, also auf Licht angespielt. So. Man hätte ja auch sagen können, über Level 100. Nein, über Level 108. Gucken wir mal beim Fleoneo vorbei, was der da so am Start hat. Ja, ich will die Queen haben, Alter. Ich will die Queen. Ich will die fucking Queen. Aber so ein richtig fetter Golem. Ah, also ich sag mal, Go-Wipe-mäßig müsste ich auf jeden Fall auch mal langsam was tun. Auf jeden Fall. Aber ja, Golem hau ich ja jetzt auf Max im Town Hall 9. Mit der Elgato. Tja, da kann ich nichts für. Ich nutze BlueStacks und alles ist schick. So, oh geil, die Queen geht so schnell. Richtig nice. Ich gucke noch mal kurz in die Verteidigungen rein. Ja, hier. Ihr seht es selber. Dann wurde irgendwo wurde mir noch mal ein bisschen was DLX hier gezogen mit dem Blitz. Aber wie gesagt, da höre ich auch, da fange ich auch nicht an zu heulen. Oh, hier. Weil was ich mache, das darf ein anderer auch machen. Fertig aus. Hier auch geblitzt. Ansonsten gehen die halt wirklich nicht auf die Base los. Hier, das war ein totaler Fail von ihm hier, aber gut. Ja, das passt. Das ist alles ganz, ganz safe. Ohne großartige Probleme hier. Und ja, Gold 3 halt. So, ach, ich glaube, na, wenn die Queen fertig ist, dann lege ich gleich nochmal los. Das ist es mir dann schon wert. Weil wenn die Queen dabei ist, dann geht da was. So, zack, jetzt nochmal ein Riesen raus. Genau, und dann müssten wir ja fast voll sein. Jo, passt. Ist schon in Ordnung. Die 20 Troops, die kann ich mir dann schenken. Ja, 1,5. 1,5 ist ziemlich geil. Jetzt muss ich bloß mal überlegen, ob ich da relativ gut reinkommen würde. Ich habe die Queen hier. Nee, ganz ehrlich, ich bin a little Schisser. Nee, ich hätte jetzt zwar blitzen können, aber ich will mir die Blitzen noch aufheben für einen, der eventuell jetzt irgendwie 2 oder 3K rumzuliegen hat. Und dann passt das.
150, Alter, was geht denn, Alter? Hier, ja, geil, ja, hier gehen wir auf jeden Fall rein. Hier gehen wir auf jeden Fall rein. Drei Boogies sollten. Na, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher hier. Zack. So, dann sagen wir da und da und Hallihallo sagen wir da und Guguk sagen wir da und dann sollte das passen. Ja, genau. Oh, die Riesen sind schon weg, Alter. So eine Drecksäcke, aber passt schon, läuft. So, jetzt klappt das hier wenigstens. Alter, haben die noch mal Bomben ausgeteilt hier? Also ausge. Krass, ey, da sind die Riesen schon wieder fast weg. Aber die haben ja trotzdem gut getankt, so ist ja nicht. So. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran, dann sieht man, es ist einfach wirklich ein bisschen, so ein bisschen mehr Erlebnis. So, ich hatte, glaube ich, relativ gute Troops in der CB. Ja, dann wird es jetzt langsam mal Zeit hier, weil das ist ja jetzt hier alles noch ein bisschen sehr Larifari gewesen. Ich lenke mal ein bisschen ab, wenn ich es ablenken nennen kann hier. Alter Verwalter, was soll denn das? Komm, Magierturm, den kriegst du platt, auf jeden Fall, kleine Queen. Und dann rein hier. Na, da sollst ihr nicht hin. Eigentlich nicht. Ihr sollt eher so dahin. Mal gucken. Mal gucken, was die hier machen. Wenn ich sie von. Kacke. Alter, was macht ihr, Kubis, ey? Echt? Was macht ihr bitte? Naja, komm, dann geh wenigstens da lang und dann passt das schon. Ich meine, dann fange ich an zu blitzen. Aber ich meine, das war natürlich echt eine Nullnummer, eine totale Nullnummer. Ja, kommt. Reingehauen. Ich meine, dadurch, dass die Alex-Lager echt noch so gut stehen, ging es noch, aber das war natürlich absolut kein Grund zur Freude. Also das hätte viel, 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 viel besser laufen müssen. So, und ja, okay, die könnte ich dann jetzt auch ragen. Also boosten. Ja, da seht ihr wieder. Die Zeit rennt weg. In einem Boost. Was soll man sagen? So ist das Leben. So, hier, zack. Und weiter geht's. Und die Queen, die schläft noch. Ja, wie gesagt, weitere Sachen werden dann noch folgen, ganz klar. Also, wie gesagt, ich verteile den Boost auf mehrere Videos, dass es nicht so langatmig wird. Und dann sehen wir weiter. Ja, mit den Mauern möchte ich euch nochmal kurz zeigen. Und ich hoffe, heute ist mal nicht der Kopf dazwischen. Ich werde das mal hier schön hier hinschieben. Da sehen wir 42 Mauern. Level 10. Und auch immerhin 9 9er Mauern, dass ich halt eben schon so ein bisschen vorbereitet habe wieder für die 10er Mauern. Und dann passt das. Habe ich mir nämlich gesagt, hier kommt erstmal hier, dass man das auch immer relativ gut sehen kann. So seht ihr, okay, jetzt will der Guzua den Step machen, jetzt will er den Step machen, jetzt will er den Step machen. Dass man es wirklich relativ easy sieht und dann passt das. Und damit möchte ich mich erstmal wieder verabschieden. Ich wünsche euch was und ihr haut bitte rein. Ciao, ciao.